Am Fuße des Veitsberges in St. Michel, die Quelle der Geisel, ein Bachlauf im südlichen Sachsen-Anhalt. Kilometer östlich die Geisel an der Beunaer Mühle. Eine der letzten im Geiseltal, die es noch gibt. Denn im 20. Jahrhundert ersetzten die Geräusche der Tagebaubagger das Klappern der Mühlen im Tal und gaben den Menschen hier Arbeit im Bergbau. Jahrhundertelang grub man im Geiseltal nach Braunkohle. Seit 1906 wurde sie hier industriemäßig in Tagebauen abgebaut. Flöze bis zu 120 Meter mächtig, insgesamt über 1 Milliarde Tonnen Kohle. Die größten Förderleistungen wurden Mitte der 50er Jahre erreicht. Arbeit unter teilweise schwierigsten Bedingungen. Wochenlanger Regen machte den Boden weich wie Teig. Die Gleise drohten im Schlamm zu versinken. Kilometer lang ist der verzweigte Schienenweg, der im Braunkohlenwerk Mücheln von den Gleisbaubrigaden instand gehalten werden muss. Braunkohle für die Brikettfabriken in der Region, jedoch vor allem für Leuna und Buna. Die tägliche Arbeit der Bergleute hier bis 1993, bis zur Einstellung der Kohleförderung im Tagebau Mücheln. Voraussetzung der Kohleförderung, das Abbaggern des darüberliegenden Deckgebirges und die Lagerung des Abraums auf Kippen. Ab 1966 auch mit 25 Spültischen im einstigen Tagebau Mücheln. 40 Kubikmeter in 2 Sekunden. Auch Teil der Kohleförderung, die Arbeit in den Reparaturbetrieben der Region, wie in der Motorenwerkstatt Großkeiner. Doch nicht nur anfallende Reparaturen wurden hier realisiert, sondern auch die Instandhaltung für viele der Großgeräte, Bagger und Absetzer des Bergbaus. Und neben den Werkstätten die Veredelungsbetriebe im Geiseltal mit innovativen Leistungen. Im volkseigenen Braunkohlenwerk Mücheln, in dem ein Sechstel der gesamten Braunkohle der DDR gewonnen wird, wurde wie in vielen Betrieben der Republik mit dem Dispatcher-System die operative Betriebskontrolle eingeführt. 8 Brikettfabriken gab es im Geiseltal. Seit 1913 in Betrieb die Brikettfabrik Fennerhall, spätere Brikettfabrik Braunsbedra. Höchste Jahresleistung über 1 Million Tonnen. Neun Brikettpressen arbeiteten am Anfang in Braunsbedra, später bis zu 19 Pressen mit 38 Strängen. Brikett an Brikett. Neunzehnhundertneunzig ist hier noch eine Anlage zur Herstellung von Bündelbrikett in Betrieb genommen worden. Neunzehnhundertzweiundneunzig wurde die Produktion in Braunsbedra eingestellt. Die Tagebauer vor der Haustür waren so gut wie ausgekohlt. Der Bedarf an Brikett ging rapide zurück. Die alten Anlagen entsprachen nicht mehr den neuen Umweltanforderungen. Nun stand der Abriss auf dem Plan. Und mit der beginnenden Sanierung die vage Hoffnung auf einen Neuanfang am Standort. Hinterlassenschaft des Bergbaus, die Tagebau-Großgeräte, nun arbeitslos geworden. Hinterlassen auch die riesigen Tagebau-Restlöcher im Geiseltal. Hinterlassen von der DDR-Zeit die Raketenstellung am Rand des Tagebaus auf dem Plateau der Hochkippe Klobikau. Aber auch von den DDR-Zeiten hinterlassen der Hassesee. Eigentlich ein Tagebau aus den 20er Jahren,
in den 70ern kurz reaktiviert, aber dann doch bald wieder stillgelegt, um nach entsprechender Sanierung durch das damalige Braunkohlekombinat in ein Naherholungszentrum verwandelt zu werden. Die Badewanne der Region seit gut 20 Jahren. Ein Vorbild vielleicht für die anderen Tagebaurestlöcher des Geiseltals. Seit 1991 werden auch die Restlöcher des Tagebaus Mücheln, des größten im Geiseltal, saniert. Eine jahrzehntelange Arbeit. Großgeräte und Transporttechnik aus der aktiven Bergbauzeit helfen nun bei der Gestaltung einer natur- und menschenfreundlichen Umwelt im Geiseltal. Statt Arbeitslosigkeit für Bagger und Baggerfahrer, Bergbausanierung. Eine neue, lohnende Aufgabe mit vielfältigsten Aspekten. Geplant und realisiert in Verantwortung der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft. Unter den Bergleuten im Osten, neben den männlichen Kumpeln, die Frauen. Im Geiseltal mit besonderer Tradition. Im volkseigenen Braunkohlenwerk Mücheln nahm am Tag der Aktivisten die erste Frauenschicht im Tagebau die Arbeit auf. Unter Anleitung der ersten Steigerin der Deutschen Demokratischen Republik, Hilde Nerlich, waren die Frauen für diese Aufgabe vorbereitet worden. Sorgfältig waren alle Einzelheiten von der Arbeitsschutzkommission überprüft. Dann übernahmen die Frauen vom Bagger über Elektrolokomotiven bis zu den Weichen die Ausfahrt 1 von Mücheln. Millionen Kubikmeter werden im Müchelner Restloch bei der Sanierung im Zugbetrieb befördert. Ein großer Teil für Spülkippen zum Abstützen gefährdeter Böschungen am Tagebaurand. Insgesamt 70 Millionen Kubikmeter müssen mit Lastern und leistungsstarker Planiertechnik bewegt werden. 7 Millionen Kubikmeter sind vom Schreitbagger zu bewältigen. Unübersehbar am Nordrand des Restloches. Ein inoffizielles Wahrzeichen der Geiseltalsanierung. Gegenüber die Böschungsanstützung an der Südböschung, um die nahe Ortslage Krumpa zu sichern. Die Abraumbewegung mittels Zugbetrieb. Das Verkippen mit dem Absetzer 966 A900. Schon seit Jahrzehnten in der Müchelner Grube. Abraumbetrieb im Südfeld. Als die Kumpel von heute noch kleine Kinder waren, schrieb der Tagebau Mücheln schon Technikgeschichte. Im Braunkohlentagebau Mücheln bei Merseburg wurde das Problem des Abraums auf großartige Weise gelöst. Eine Förderbandanlage von 1 Kilometer Länge führt den Abraum direkt in die Gruben, die wieder zugeschüttet werden können. Diese in der Welt bisher einmalige Einrichtung von solcher Größe ersetzt die elektrischen Züge, die nun für den Kohlentransport frei werden, spart Arbeitskräfte ein und schafft über die Hälfte mehr als das bisherige Transportsystem. Heute Arbeiten zum Schutz des Ortes am Tagebaurand. Bei der geplanten Flutung des Restloches, bei steigendem Wasserstand, würden sonst die steilen Böschungen mitsamt der Wohnhäuser ins Rutschen kommen. Arbeiten bei Krumpa bis ins Jahr 1997. Am östlichen Ende des künftigen Geiseltalsees Frankleben mit Renaissance-Schloss und Martinskirche und künftig mit Blick auf den See. Wie in Stöbnitz am westlichen Ende, einst für seine Zuckerfabrik berühmt und bald für seinen Yachthafen. Älteste Siedlung am Tagebaurand ist Mücheln. Schon vor über 1000 Jahren ein Ort, in dem man Steuern zahlte. Schon seit 650 Jahren mit dem Stadtrecht belehnt. Schon seit gut 400 Jahren mit einem prunkvollen Rathaus geschmückt. Mit Folterkeller und Bierlager. Seit 100 Jahren das Leben mit dem Tagebau. Nun die Bergbausanierung. Das heißt auch Aufräumen in den Industrieruinen wie Stöbnitz und Anschubhilfen für einen Neustart. Für die einstige Brikettfabrik Braunsbedra zum Beispiel mit einem Zentrum für Zukunftstechnologie. Und für den Standort der Beunaer Brikettfabrik ein neuer Gewerbepark.
Spezielle Technologien sind im benachbarten Restloch Großkainer gefragt. Seit 1996 laufen die Arbeiten zur Böschungssicherung. Die größere Aufgabe, die Deponieabfälle der Leunawerke, die zwischen 69 und 95 in den ausgekohlten Tagebau gespült wurden. Umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen sollen eine Lösung des Problems vorbereiten. Noch gravierender an der Südböschung des Müchelner Tagebaus die Altlasten des Lützgendorfer Mineralölwerkes. Knapp 70 Jahre Kohlevergasung, Schmierölproduktion und Rohöldestillation haben ihre Spuren hinterlassen. Am Standort Teerrückstände aus Jahrzehnten der Produktion mit erheblichen Kontaminationen des Bodens. Spätestens nach den Bombenangriffen im letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges ist das Erdreich des Altwerkes verseucht. Besonders im Bereich des Europatanks, des größten Tanklagers im damaligen Deutschland. Das Auffangen und Reinigen der kontaminierten Sickerwässer als bisherige Gefahrenabwehr ist völlig unzulänglich. Auch neue, mobile Anlagen sind nur ein Notbehelf. Nötig ist ein durchdachtes Gesamtkonzept. ...1997, der Beginn der Sanierungsarbeiten im Altwerk West als Teil der Sanierung für den später entstehenden See. Die Säureharzrückstände werden ausgebaggert und dann in einer speziell entwickelten Konditionierungsanlage behandelt. Ergebnis: ein aufbereitetes Material, das gefahrlos im Straßenbau verwendet werden kann. Ein erster Schritt bei der Gefahrenbeseitigung auf dieser Industriebrache. Ein Stückchen Erleichterung auch in der benachbarten Stadt Braunsbedra, in den 60er Jahren durch den Zusammenschluss der Gemeinden Braunsdorf, Bedra und Schautau entstanden. Anfang der 90er Jahre Stadt geworden, die jüngste in Deutschland. Mit neuem Rathaus und vielen Erinnerungen an die Bergbauzeit. In den alten und neuen Neubauten, viele Bergleute der Tagebaue, viele Bewohner einstiger Dörfer des Geiseltals, die vom Braunkohlenbergbau devastiert wurden. Das Tagebau-Restloch Müchelen im Januar 98. Auf der Nordböschung die tagtägliche Sanierungsarbeit des Schreitbaggers. Ebenfalls im Westfeld, trotz klirrender Kälte und schneidendem Wind, die Planierraupen bei der Böschungsgestaltung. Im Südosten des Geiseltalreviers das bereits 1972 ausgekohlte Restloch Kainer Süd. Die 1991 hier begonnenen Sanierungsmaßnahmen sind 1998 nahezu abgeschlossen, einschließlich der Flutung. Die Natur ist bei ihrer friedlichen Wiedereroberung. Ebenfalls 1998 abgeschlossen die Sanierung der Restlöcher des einstigen Tagebaus Merseburg Ost, der einzige Salzkohletagebau der ehemaligen DDR. Nun sind die Böschungen begrünt, die Ufer aufgeforstet, eine Bergbaufolgelandschaft, die angenommen wird. Jüngste Bergbauhistorie vor mittelalterlicher Baugeschichte. Noch ältere Fundstücke finden sich im Geiseltalmuseum in Halle, in den 30er Jahren eingerichtet nach sensationellen Funden, die der Paläontologe Johannes Weigelt zusammen mit den damaligen Bergleuten in den Tagebauen des Geiseltals sichern konnte. Wappentier des Museums, das vollständige Skelett eines Urpferdes, vor 45 Millionen Jahren im Geiseltal zu Haus,
und 1933 von den Bergleuten in der oberen Mittelkohle gefunden. Nachfolger der damaligen Forscher, Professor Manja und die Bergleute der Bergbausanierung. Na, da hatte ich auch mal einen Riesenhirsch, das habe ich gefunden. Na, das muss ich doch, da hat man richtig gesehen, wie das da, wie die Knochen so da, wie das sich hingesetzt hat. Ja, das hat schon gefetzt. Ja, jetzt, Wichtigste. Das Wichtigste ist ein Dachbau. Kaffee. Solange die Bagger noch die Erdschichten freilegen, hat Professor Manja die Chance, weitere Funde zu machen. Zwar nicht mehr in der Kohle, aber im ebenso interessanten Deckgebirge. Im Wettlauf mit der Arbeit des Schaufelrades. Spaten und Schaufelrad auf der Wanderung durchs Tierreich des Tertiär. Hygiene vielleicht. Ab und zu auch Funde aus der Waffenkammer der Urmenschen. Ein Abschlag aus Feuerstein. Ja, der entsteht, wenn man ein Gerät zurichtet, ne? Unter den Funden der Bergleute ein ganzer Urzeitzoo. In der Hand halte ich gerade die linke Hälfte eines Teils eines Waldelefanten, der den linken Unterkiefer hier darstellt, sehr gut das Zahnbild zu sehen. Es war hier zu erkennen, dass das ein gesunder Elefant war und ca. 80 Jahre. Ein Teil eines Hinterbeines sehen wir sehr gut erhalten, die Kugel. Auch daran ist zu erkennen, dass dieses Tier ein gesundes Tier gewesen sein muss, da sie in keiner Weise zernarbt oder hier zerfressen ist. Bei solcher Berühmtheit, bei solcher Ergiebigkeit der Fundstelle ist es kein Wunder, dass sich auch andere Fachkollegen einstellen. Professor Manja öffnet bereitwillig die Tore zur Erdgeschichte. So lange, bis auch hier die Sanierungsbagger ihre Arbeit einstellen. An der Nordböschung des Restloches Mücheln 1999. Hier ist die Arbeit für die Sanierer noch lange nicht zu Ende. Allein im Westfeld sind bei einer Böschungshöhe von rund 200 Metern und einer Länge von rund 3 Kilometern ca. 28 Millionen Kubikmeter Erdmassen abzutragen und anzustützen. Da ist noch einiges zu tun. . 1999, auch ein entscheidendes Jahr für die Sanierung des Restloches Großkeiner. Im Frühjahr noch die Beseitigung der alten Rohrleitung, mit der jahrzehntelang die Leuna-Abfälle ins Restloch gespült wurden. Im Mai ist dann das Einlaufbauwerk für die Flutung fertiggestellt. Deren feierlicher Beginn am 22. des Monats. Mit vielen Menschen der Region und großer Prominenz. Erfolge, die man sehen kann. Ein weiterer Schritt des Großkeiner Projektes während der Flutung, die Durchlüftung der tiefen Schichten des inzwischen beträchtlich gestiegenen Wassers. Dazu werden von der MÜG im Auftrag der LMBV drei Belüftungsanlagen auf dem Restsee installiert. Dimensionen und Sorgfalt wie bei einem Raketenstart. . 33 Meter lang und 6,9 Tonnen schwer ist jede der drei Anlagen aus Polyethylen.
das Absenken ein risikoreiches Unternehmen durch den komplizierten Flutungsablauf der Tanks. Die Anlagen wurden an den vorher berechneten Stellen des Sees verankert. Sie versorgen ausschließlich die Tiefenwasserschicht mit Luftsauerstoff, mit dem Ziel, mittelfristig den Ammoniumgehalt abzubauen, ohne die Temperaturschichtung im See zu zerstören. Ein weiterer Teil des Großkaina-Projektes, mehrjährige experimentelle Forschungen am Ufer, welche Schilfarten besonders viel Stickstoff verbrauchen. Wir haben ja hier eine ziemlich hohe Ammoniumbelastung, die durch die Tiefenwasserbelüftung in Nitrat umgewandelt werden soll. Und dieses Nitrat wiederum soll praktisch phytotechnologisch durch den Röhrichtsaum denitrifiziert werden zu flüchtigem Stickstoff. Zum Baden ist der Tagebausee noch für Jahre nicht zu brauchen. Zur sonstigen Erholung steht er ab sofort bereit. Der künftige Name Ruhnstädter See erinnert an das gleichnamige Dorf, das 1931 hier dem Bergbau weichen musste. Bademöglichkeiten, so viel man will, bietet der südlich des Ruhnstädter Sees gelegene Südfeldsee, wie das Tagebaurestloch Kainer Süd nun nach der Sanierung heißt. Mit Stützpunkten für Segler und Surfer im nördlichen Teil und mit einem Naturschutzgebiet im Südteil. An Flutung, geschweige denn Baden gehen, ist im Müchelner Tagebaurestloch noch nicht zu denken. Ein Hindernis, die Innenkippe, die künftige Insel im entstehenden Geiseltalsee. Das eigentliche Problem dabei, die 110.000 Tonnen Säureharzaltlasten auf der Innenkippe, die auch hier in aufwendiger Arbeit ausgebaggert und zuverlässig entsorgt werden müssen, um künftige Wasserbelastungen auszuschließen. Doch die Innenkippe ist nur ein Teil des Gesamtproblems. Im März 2002 verständigen sich Vertreter des Umweltministeriums, der LMBV und der Landesanstalt für Altlastenfreistellung über eine komplexe Lösung. Denn ich meine, es handelt sich hier nicht nur um eine einfache Altlastensanierung, sondern es geht letztlich um einen Wendepunkt in der Geschichte des Geiseltals. Die Tagebaumöschungen in einer Gesamtlänge in diesem Raum von 60 Kilometern mussten langfristig gesichert werden. Auf dem Adinolwerk, was bereits in den 30er Jahren aufgebaut worden ist, befand sich der sogenannte Europatank. Sanierungsarbeiten im Westfeld 2002. Böschungsarbeiten wie hier seit Jahren schon. Kein Wunder bei einer Gesamtlänge der zu sanierenden künftigen Uferpartien von rund 40 Kilometer, eine Marathonstrecke. Böschungsarbeiten auch im Süden, unterhalb der Ortslage Neumark, mit interessierten Zuschauern. Arbeiten, die bald beendet sind. Dann werden die Einwohner hier Ruhe haben und Sicherheit auch. Vom provisorischen Aussichtspunkt gut zu sehen, die neueste Sensation der Geiseltaler Sanierungsgeschichte. Ein Weinberg am Südhang der Halde Klobikau. Angelegt von einem Winzer aus der Region. Mit einem guten Blick für diese exotische Hanglage, mit Ausdauer und mit viel Fantasie. Man musste sich unwahrscheinlich was vorstellen können, denn zu dem Zeitpunkt, wo wir das erste Mal oben waren, das sah es ja noch katastrophal aus. Das heißt, riesen Erosionsrinnen, so wie das damals in den Dacherbahnen verlassen wurde, haben wir das ja vorgefunden. Und erst im Bitterfeld, anhand der Karten bei der LMBV, haben wir das erste Mal einen Überblick gewonnen, wie das überhaupt mal aussehen kann. Dazu hat es natürlich noch die Geophysiker gegeben, die ja vor Ort gewesen sind und halbwegs den Berg so modelliert haben, dass überhaupt für den Weinbau möglich ist. Winzer Reifert und seine Söhne pflanzen Müller-Thurgau-Reben. Zuerst einmal einen Hektar. Wenn es gut geht, sollen es mehr werden.
Der Weinberg in der ehemaligen Kohlegrube spricht sich schnell herum. So gab es nach Frankreich. Besucher fachsimpeln mit Reiferts Sohn über Öchselgrade und gefräßige Vögel. Die Reben essen. Nee. Wir haben hier Sitzstangen, ja. Und da haben wir Mielans und Bussarde. Ah, ils ont des oiseaux de proie ici et tout. Ah, ja, ja, il y a des Milans. Die Trauben aus dem Geiseltal werden noch ein paar Monate brauchen, bis ihr Wein gekeltert werden kann. Reiferts frühere Jahrgänge aus anderen Lagen aber lassen einiges erhoffen. Eines der Argumente des Winzers für das Geiseltal ist der Sonnenspiegel des künftigen Sees. Dessen Voraussetzung die Flutung, deren Voraussetzung wiederum die Flutungsleitung. Arbeit für die Rohrmonteure im Mai 2002. Im Juni arbeiten auf allen Teilabschnitten. Besonders extrem ist die sommerliche Hitze für die Schweißer im Rohr. Bei weit über 50 Grad eingeschlossen vom aufgeheizten Stahl. Die Länge der zu verlegenden Rohrleitung über 17,8 Kilometer. In 3 Bauabschnitten realisiert, mit Abzweigungen zu 3 Einlaufbauwerken entlang des künftigen Geiseltalsees. Sommer 2002 auch rege Bautätigkeit an der Verteilerstation Frankleben. Der Anschluss der Pumpen und Schieber an die moderne Steuer- und Regeltechnik. Zwischen Verteilerstation und Flutungsbauwerk werden noch die Rohre ins Erdreich gelegt und verschweißt. Schweißtreibende Arbeit in der Sommerhitze, damit das kühle Wasser bald fließen kann. Doch auch ohne See wird das sanierte Kohlerevier schon als Erholungsrevier genutzt. Auf den begrünten Böschungen, auf den aufgeforsteten Kippen, auf 780 Hektar Rekultivierungsfläche. Attraktivster Anziehungspunkt, gleich neben der einstigen Raketenstellung, der Aussichtsturm auf der Halde Klobikau. Ziel für Wanderer und Radfahrer, für Fremde wie für Einheimische. Wo haben Sie denn gearbeitet? Da, Herr Ball. Fahrbetrieb Mühlen. Ja. Alles Kohlearbeiter hier. Da hinten auch E-Lok-Fahrer, alles da. In der Verwaltung, die junge Frau. Am Ende des Sommers 2002 im Geiseltal, die erste Ernte im Weinberg. Winzer Reifert unterstützt von Mitgliedern des Geiseltalvereins, die Geburtsstunde einer neuen Weinsorte. Das sind die ersten Trauben, die wir hier geerntet haben, auf der Halde Klobikau. Für uns selber überraschend, dass wir in dieser Qualität und auch mit den höheren Öchselzahlen das erreicht haben. Der frische Traubensaft, erster Lohn für die jahrelange Arbeit. Der erste Wein des ersten Jahrgangs wird beim ersten Weinfest im Geiseltal ausgeschenkt. Sein Name? Goldener Steiger, erinnernd an die Bergbautradition im Tal. Weinköniginnen und Kenner genießen und die Big Band der US Army spielt das Lied der Bergleute. Im Januar 2003. Die Böschungsarbeiten bei Neumark sind abgeschlossen. Nun geht es an die letzten Handschläge für die touristische Nutzung des Sees. Die Zimmerleute sind gefragt. Ein Aussichtsturm in der Form erinnernd an Fördertürme aus der Zeit, als noch unter Tage nach Kohle gegraben wurde. Neben der Aussicht auf den See
die Aussichten für das kontaminierte Adinol-Gelände. Die sind inzwischen besser geworden. Die Sanierungsarbeiten am Europatank haben begonnen. Eine Dichtwand im Boden sorgt dafür, dass kontaminiertes Wasser nicht in den Geiseltalsee abströmen kann. Eine Dichtwand ca. 30 Meter tief und 650 Meter lang. Ja, den nehme ich jetzt. Frühjahr 2003. Letzte Vorbereitungen für den Flutungsbeginn. Die Druckprobe am Einlaufbauwerk Frankleben. Eine Probe ist nur eine Probe, doch gelungen öffnet sie den Weg zum künftigen Geiseltalsee. Eine weitere Tür, die geöffnet wird, der Planfeststellungsbeschluss als Voraussetzung zur Flutung. Ich wünsche der LMBV und den Gemeinden und den Menschen in dieser Region ein wirklich herzliches Glück auf. Vielen Dank. Die Übergabe durch Regierungspräsident Leimbach an Dr. Tropp von der LMBV. Druckprobe auch am Einlauf Neumark Nord. Mit ziemlich viel Luft im sprudelnden Wasser. Aber es fließt. Das Flutungswasser des Geiseltalsees wird der Saale bei Leuna-Dasbich entnommen. Dafür wurde im dortigen Wasserwerk die neue Flutungszentrale zur Steuerung der Wasserströme installiert. Hinzu kam die Erweiterung der Pumpstation und der Kiesfilteranlage. Gut 2 Kubikmeter Saalewasser pro Sekunde werden über die kilometerlange Leitung ins ehemalige Tagebaurestloch transportiert. Gelungene Druckprobe auch am Einlauf Westfeld. Mit jedem Meter, den hier das Wasser steigt, verbessern sich auch die Wachstumsbedingungen der Natur am Ufer. Mit dem künftigen Wasseranstieg soll die bergbauliche Vergangenheit nicht vergessen werden. Ein Erinnerungsobjekt, das neu eröffnete Geotop am Südrand, das auch nachfolgenden Generationen Einblick in die geologische Struktur des Geiseltals gewährt. Als die Kohle, die wir zum Beispiel im Norden vom Geiseltal gefunden haben, dort gab es stückige, brockige Kohle. Und diese Kohle, die haben die Bergleute immer als Kaffeesatzkohle bezeichnet. Die mochten die auch gar nicht, weil die Kohle so fein war. Erinnerungszeichen des Bergbaus auch am bereits gefluteten Südfeldsee. Kulisse für den jährlich nun hier ausgetragenen Crosslauf. Die neue Nutzung der Landschaft. Zieleinlauf für den Sieger zu Fuß. Aber auch für die motorisierten Besucher aus Halle, Merseburg, Weißenfels und darüber hinaus wurden neue Zufahrten geschaffen durch den Bau der A38 östlich des Geiseltals. Auf der ehemaligen Innenkippe hat der Geiseltalverein der Natur ein Refugium gesichert und den Besuchern eine Schutzhütte eingerichtet, mitten im künftigen See. In der Maschinenhalle der einstigen Brikettfabrik Braunsbedra. Eine von vielen innovativen Veranstaltungen am Standort. Das Zukunftsforum zur weiteren Entwicklung am See. Für die Menschen am Ufer und für die Natur. Bisher wurden für die Bergbausanierung im Geiseltal 210 Millionen Euro eingesetzt. Zu 75% finanziert vom Bund und zu 25% vom Land Sachsen-Anhalt. 85% der Arbeiten sind abgeschlossen. Eines der größten Sanierungsvorhaben des Braunkohlenbergbaus in den neuen Bundesländern.
in Verantwortung der LMBV und in guter Zusammenarbeit mit den Landesbehörden. Nun kann mit der Flutung und dem Zusammenwirken von Naturräumen mit Erholungs-, Wohn- und Gewerbestandorten die Zukunft des Geiseltals weitergeschrieben werden. Jan Wasser, Wasch!